Sie brauchen nicht krampfhaft versuchen mitzuschneiden, mitzuschreiben, weil wir ja mitschneiden. Ich möchte Ihnen was ganz Wichtiges beibringen. Lebenslanges Lernen ist ja ein Feld der Zukunft, auf das wir heute inhaltlich nicht eingehen werden, aber ich will Ihnen dazu einen wichtigen Tipp geben. Wir haben in der Schule gelernt, wenn wir uns was merken wollen, müssen wir es aufschreiben. Das ist falsch. Das beweise ich Ihnen jetzt. Und im Rest des Seminars möchte ich Sie bitten, so vorzugehen wie bei dem Experiment, das wir jetzt machen. Falls Sie die 25 Franken sich leisten können für die Kassetten, weil Sie dann loslassen können, weil Sie dann sagen können, ich probiere es einfach mal, im Notfall kann ich ja nachher nochmal reinhören. Weil dann würden Sie überhaupt nicht versuchen aufzuschreiben, was ich sage, sondern nur das andere, das zeige ich Ihnen jetzt. Das Experiment geht folgendermaßen, ich werde Ihnen 5 Begriffe nennen. Sie nehmen ein Blatt Papier, bitte quer. Quer schreiben Sie 1, 2, 3, 4, 5 an den linken Rand, bitte. Ich nenne Ihnen also 5 Begriffe, mit denen Sie geistig etwas tun werden. Und zwar sind die Spielregeln folgendermaßen, wobei Sie maximal bis hierher schreiben dürfen, den Rest müssen Sie freilassen für später. Freilassen. Wenn ich Ihnen die 5 Begriffe nenne, dann dürfen Sie sie nicht aufschreiben. Sie dürfen sich die Begriffe nicht merken. Verboten. Das Einzige, was Sie tun, ist, Sie beobachten. Sie schauen sich beim Denken zu. Sie machen Ihr eigenes Denken transparent. Sie beobachten, was fällt mir dazu ein. Das beobachten Sie. Angenommen, ich täte sagen, Zebra. Angenommen, Ihnen täte einfallen, Afrika, Safari, gestreift. Das schreiben Sie hin. Nur Ihre eigenen Gedanken. Die schreiben Sie hin. Zack, zack, zack. Also das Schlüsselwort nicht aufschreiben, das Schlüsselwort nicht einmal merken. Sie wollen nur zugucken, was denke ich. Und das halten Sie fest. Einverstanden? Das erste Wort ist Schreibmaschine. Was fällt Ihnen dazu ein? Das schreiben Sie hin. Zack, zack. Das zweite Wort ist ein Mähdrescher. Mäh, von Mähen, wie Rasenmähen. Mähdrescher. Ja, das hört man nicht alle Tage, das Wort. Das muss man sehr deutlich machen. Das dritte ist eine Leuchtstoffröhre. Leuchtstoffröhre, wie die im besten Slatko-Deutsch, wo dann Licht rauskommt, rauskommen tut. Das vierte ist das Fernsehen, Neudeutsch TV. Und das letzte ist ein Transistor. Da fällt Ihnen am wenigsten wahrscheinlich zu ein, aber probieren Sie es doch. Transistor, was fällt Ihnen dazu ein? So, den Zettel packen Sie es mal kurz weg. Wir machen dabei ein zweites Experiment. Nehmen Sie die Rückseite von dem Zettel, wenn Sie wollen. Ja, ja, Ihr Schreibzeug werden Sie nicht oft auf den Boden legen in diesem Seminar. Nehmen Sie das Blatt senkrecht. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, was in 60 Sekunden alles passieren kann. Zuerst nehmen wir 30 Sekunden. Ich werde Ihnen 30 Sekunden lang... Stopp. Stopp. Clear. So, ich werde Ihnen 30 Sekunden lang Anweisungen geben und Sie werden was zeichnen. Ganz einfache Sachen, brauchen sich keine Angst zu machen, keine Angst zu haben. Wir werden nichts Künstlerisches von uns geben, sondern was Einfaches zeichnen. 30 Sekunden lang, ganz schnelle kleine Skizzen machen Sie. Nummer 1, zeichnen Sie einen Hammer. Ein Hammer. Nummer 2, einen Schraubenschlüssel. Nummer 3, eine Kaffeetasse. Nummer 4, eine Schraube. Nummer 5, einen Nagel. So, jetzt kommt eine andere Übung. Schreiben Sie in den unteren Bereich in großen Buchstaben das Wort Kunde. Und
Und jetzt zeige ich Ihnen eine sehr interessante Assoziationstechnik. Und zwar werden Sie 60 Sekunden lang zu jedem Anfangsbuchstaben, also zu jedem Buchstaben des Wortes Kunde, den werden Sie als Anfangsbuchstaben nehmen und werden Assoziationen finden, die mit dem Wort Kunde zu tun haben. Angenommen, da würde Erfolg stehen. Und Sie würden mit dem E anfangen, dann könnte Ihnen einfallen E wie Energie oder E wie Entwicklung oder E wie Entfaltung. Was fällt Ihnen ein zum Kunde? Mit K, mit U, mit N, was für Wörter fallen Ihnen ein? Die schreiben Sie hin. Sie haben 60 Sekunden lang Zeit. Mal sehen, wie viel Sie zusammenbringen. Bitte schön. Kann auch ruhig durcheinander sein. Hinten anfangen, in die Mitte springen, wo gerade die Assoziationen fließen. So, wenn Sie den jetzt momentan auch wegpacken, den Zettel, und nehmen ein neues Blatt. Das Blatt, das Sie jetzt nehmen, werden wir einsammeln. Also bitte anonym bleiben, nicht, dass Sie aus Versehen Ihren Namen hinschreiben. Es geht hier um eine Reihe klitzekleiner Aufgaben. Und wir sammeln das ein und wir werten das aus in der ersten Pause. Und danach erfahren Sie, was dabei rausgekommen ist für Ihre Gruppe. Da wir schon ca. 30.000 Bögen ausgewertet haben, sieht man sehr schnell, wo das in etwa mit der Norm zusammenpasst oder abweicht. Es gibt manchmal ganz interessante Überraschungen bei der einen oder anderen Gruppe. Deswegen gucken wir hinein. Aber es ist ganz anonym, wie gesagt, es ist dann nur interessant, ob es eben Norm. So. Also bei Nummer 1 müssten Sie eine Schreibmaschine stehen haben, bei Nummer 2 einen Mähdrescher, was ist Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. Also, die Spielregel lautet, wenn Sie sich merken wollen, was jemand erzählt, lernen Sie im Gegensatz zu dem, was die Schule Ihnen beigebracht hat, nicht aufzuschreiben, was der Typ quatscht. Lernen Sie aufzuschreiben, was Sie selber denken. Das ist eingangs etwas schwierig, das braucht ein bisschen Training. Drum können Sie bei, wenn Sie Nachrichten gucken, öfter mal solche Übungen machen, nehmen Sie das auf Fernsehen auf, auf Video auf, da gebe ich Ihnen gleich noch einen Trick dazu, und dann können Sie hinterher testen, ob Sie von Ihren Stichwörtern rekonstruieren können, worum es gegangen war, bis Sie A gelernt haben, Ihre eigenen Gedanken ein bisschen bewusster wahrzunehmen, die flitschen so im Hintergrund umeinander, und bis Sie also ein bisschen Vertrauen in diese Technik bekommen. Nehmen wir an, Sie sind in einem Meeting. Und da geht es darum, wer welche Art von Dienstwagen haben darf in der Firma, beispielsweise. Und da fällt Ihnen ein, dass vor ein paar Jahren in der Firma, wo Sie damals waren, sei es dieselbe oder auch nicht, ein Herr Dietrich es geschafft hat, ein Auto mit Sonnendach zu kriegen, wozu er hierarchisch gar kein Recht hatte. Das hat er geschafft. Das fällt Ihnen ein. Das ist Ihre Assoziation. Das ist Ihr Faden in Ihrem Wissensnetz. Da ist ein Faden, da steht dran Dietrich. Also notieren Sie jetzt Dietrich. Sehen Sie, das Thema im Meeting löst den Dietrich aus. Und am Dietrich hängt dann das, was heute geredet wird. Deswegen notieren Sie Ihren eigenen Faden. Sie halten fest, welcher Faden in meinem Wissensnetz ist betroffen. Wenn ich Ihnen etwas erzählen wollte von Komplexitätstheorie und dass ganz wichtige Begriffe sind, die Attraktoren und die Emergenz, kann es sein, dass Sie sagen, hä? Da habe ich noch keinen Faden nicht. Versuchen Sie dann nicht krampfhaft aufzuschreiben, was der Typ sagt, weil wenn Sie keine Fäden haben zum Anhängen, verstehen Sie eh nur Bahnhof. Dann hören Sie doch lieber voll aufmerksam zu, vielleicht kapieren Sie nach 3 Minuten, worum es geht. So Sie jetzt aufpassen. Also entweder Sie hammern Faden, dann wird es leicht. Schwein, das bin ich. Da ergänzen Sie 90% und merken es gar nicht. Oder Sie haben keinen Faden, dann wird es schwer. Leicht und schwer hat nur damit zu tun, ob Sie einen Faden haben. Hat zu tun mit Ihrer persönlichen Erfahrung und sonst mit gar nichts. Wenn ich Ihnen sage, Sie lesen in der Zeitung und Sie hören in den Nachrichten jede Woche 1 bis 2 Mal den Begriff adipös. Adipositas oder adipös, sagen Sie, nein, das gibt's nicht. Gibt's nicht. Sag ich Ihnen doch, das stimmt. Dann sagen Sie, ja, das kenne ich ja gar nicht, das Wort. Ist ja klar, darum geht's zack, vorbei. Hier rein, da raus. Das ist für Sie nur eine Klangwolke. Wenn ich Ihnen sage, Adipositas,
Das hat mit Fettsein zu tun, das ist adipös, ist querschlank. So wie ich. Sehen Sie, das Wort querschlank gibt's gar nicht, aber zu quer haben sie einen Faden, zu schlank haben sie einen Faden. Jetzt binden sie es zusammen und sagen, aha, das ist adipös. So, so. Adipös. Oder adipositas. Ist natürlich viel besser, wenn der Arzt Ihnen reinschreibt in das Attest, dass Sie adipös sind und nicht, dass Sie fett sind. Weil Adipositas ist eine Krankheit. Fett ist möglicherweise ein genetisches, da ist man ja gerade dran, nicht? Das hat vielleicht gar nicht so viel mit Disziplinlosigkeit zu tun, wie man uns immer einreden wollte, aber wie dem auch sei. Adipositas ist krank und da fühlt man es dann wohler, das ist ein ärztliches Etikett. Sehen Sie, und jetzt werden Sie merken, ab morgen oder ab heute Abend, dass Ihnen das Wort andauernd begegnet. Das war davor auch andauernd da, aber Sie haben keinen Faden nicht gehabt, verstehen Sie? Und wenn Sie einen haben, dann macht's Ping. Also schwer oder leicht hat damit zu tun, ob Sie einen Faden haben. Alle, die von Ihnen die Kundenkontakt haben, überlegen Sie mal, was Sie Ihren Kunden zumuten. Wenn Sie Ihren Kunden irgendeinen brancheninternen Scheiß erzählen, den der Kunde nicht versteht, weil er keinen Faden hat. Da kommt er zu Ihnen und möchte den ersten PC Ihres Lebens kaufen. Sagen Sie, na, wie viel Gigabyte wollten Sie denn haben auf der Festplatte? Sagt er, hä? Sagen Sie, na ja, was wollen Sie denn speichern? Sagt er, wieso speichern? Ich möchte doch keinen Dachboden, ich möchte einen PC kaufen. Dann will er eine Textverarbeitung, dann reden Sie vom Baustein, sagt er, ich will kein Häusle bauen, ich will einen Brief schreiben. Sie haben ganz andere Fäden als der arme Mensch. Der versteht nur Bahnhof.